Gregor und das Schwert des Kriegers von Suzanne Collins. Frieden und Freiheit für das Unterland. Gregor riskiert sein Leben und seine Liebe. Denn Krieg steht bevor in dem geheimnisvollen Land tief unter der Erde. Der Fluch, die weiße Ratte, will zum vernichtenden Schlag gegen die Unterländer ausholen. Für Gregor, den Jungen aus New York, steht es außer Frage, dass er seinen Freunden hilft, selbst wenn er sein Leben dabei aufs Spiel setzt. Denn auch Prinzessin Luxa, die er liebt, ist in Gefahr. Doch in der Prophezeiung wird der Tod des Kriegers vorhergesagt und jeder weiß, dass damit nur Gregor gemeint sein kann. Suzanne Collins, 1962 in den USA geboren, hat mit den fantastischen Abenteuern aus dem Unterland, dem Reich tief unter der Erde, einen internationalen Erfolg gelandet. Gregor und das Schwert des Kriegers ist das fulminante Finale der fünfbändigen Unterlandsaga. Zum Mitfühlen und Mitfiebern, atemlos spannend. Laut Focus Schule, spannender als Harry P. Gregor und das Schwert des Kriegers von Suzanne Collins erscheint im Oettinger Verlag für 13,90 Euro.